Das Rennen ist gelaufen, die Würfel sind gefallen. Sein unermüdlicher Einsatz für die Ärmsten in Nepal hat die Zuschauer berührt. Sie gehören dann zum Aargauer des Jahres 2015. Meine Damen und Herren, Aargauer oder Aargauerin des Jahres mit 53,4% wird der Rocco Unbescheid! Es regnet Silber für unseren Sieger. Wow! Aargauer des Jahres 2015. Das ist Ihr Applaus, Rocco Unbescheid. Danke. Ja, und beim Adrian Remund Spreitenbach ist er jetzt der frischgebackene Gewinner vom NAB Award. Ja, und neben mir steht er jetzt, der Aargauer des Jahres 2015. Er hat seine Trophäe fest in der Hand. Rocco Unbescheid, was ist das für ein Gefühl, jetzt gerade ganz kurz nach dieser Preisübergabe? Das ist eine Hammerwertschätzung. Ich habe nicht damit gerechnet. Wir haben uns schon wahnsinnig gefreut, nominiert zu sein, für Nepal Interesse zu haben in der schwierigen Lage, in der das Land gerade steckt. Und vielen, vielen Dank an die Aargauer Bevölkerung, dass sie uns da so hammermäßig getragen hat, jetzt, dass wir die Möglichkeit haben, das 110. Haus im Wiederaufbauprojekt zu bewerkstelligen mit unseren Projektpartnern. Danke auch an mein Team, das mich extrem gestützt hat seit den Erdbeben im April. Und die HFGS Aarau hat die besten Studierenden, muss ich noch mal sagen. Sie haben den Preis so was von deutlich geholt. Über 50% der Stimmen gegen eine Konkurrentin, die sich für Flüchtlinge einsetzt. Eben ein sehr, sehr aktuelles Thema. Wie können Sie sich das erklären? Ich glaube, es hat also eher was damit zu tun, vom Network-Gedanken her, ob jetzt in irgendeiner Art und Weise da die Themen entscheidend waren oder ob jetzt damit was, das damit was zu tun hat, dass wir junge Leute bei uns an der Schule haben, in unserem Verein haben, da anders vernetzt sind, das weiß ich nicht. Ich finde es auf jeden Fall ein wahnsinnig wichtiges Thema. Meine Frau spielt selber im Playback-Theater die Emotionen von Flüchtlingen. Ich kenne mich an der Methode nicht so gut aus, um da detailliert zu berichten, aber ich finde beides wahnsinnig wichtig. Für uns ist es natürlich wahnsinnig wichtig, jetzt da in Nepal anzusetzen und die Projekte voranzutreiben. Sie haben den Preis hier in der Hand, das habe ich vorhin gehört, der bleibt nicht in der Schweiz, ist das so? Doch, der bleibt in der Schweiz. Also Sie haben irgendwie gesagt, er geht nach Nepal oder nur symbolisch in dem Fall? Ja, in Nepal haben sie heute wahrscheinlich schon versucht zuzuschauen und wir werden natürlich die Übertragung von der Sendung nach Nepal mitnehmen. Das haben wir ganz viele in unseren Projekten, denen 6 Monate harte Arbeit in den Knochen stecken, wirklich fieberhaft gewartet auf die Entscheidung, ob jetzt da im Endeffekt die Wertschätzung für ihr Land kommt. Und ich glaube, das ist ein großes Signal für Nepal heute Abend. Herzliche Gratulation und einen schönen Abend. Danke vielmals. Damit gebe ich zurück vom NAB Award auf Aarau. Danke, Adrian.